Jetzt veranschaulichen wir das Thema der Konfluenz einmal anhand von ein paar Gemüsesorten und ein wenig Obst. So, was wir jetzt hier vorfinden, ist eine wunderbare konfluente Masse. Du fragst dich jetzt vielleicht, warum ich dir jetzt gerade so ein Vitalstoff-Smoothie-Mixer-Video gezeigt habe. Das ist ganz einfach, weil das einfach sehr schön veranschaulicht, was Konfluenz ist und wie es ja auch in der Praxis funktioniert. Ja, okay, am Beispiel von roter Beete und Möhren und Birnen ist das natürlich jetzt ein bisschen abstrakt vielleicht noch, aber wenn ich dir das mal kurz im Rahmen von dem Kontaktmodell der Gestalt beschreiben würde, dann wird das doch vielleicht etwas deutlich, ja. So, hier haben wir die Intensität und hier haben wir die Zeitachse eines Kontaktes. Der Kontakt läuft in der Regel so ab, dass wir hier einen Vorkontakt haben. Der baut sich dann auf, ja, bis zur vollen Kontaktnahme. Das heißt, da ist die Intensität und die Energie am höchsten und dann geht das wieder runter. Dann haben wir diesen Nachkontakt. So, und hier oben ist eben viel Energie und hier unten ist es eben entsprechend weniger. So, und jetzt in diesen unterschiedlichen Phasen hier haben wir eben verschiedene Kontaktunterbrechungen und Kontaktstörungen. Und Konfluenz ist häufig schon die erste Unterbrechung oder Störung. Sie zielt nämlich darauf ab, dass zwei Individuen, also in dem Fall sagen wir jetzt mal Person A und hier die Person B, dass die keinen Kontakt haben an ihrer Grenze, wie das normalerweise gut wäre, ja, weil Kontakt geschieht immer an der Grenze, also an der Körpergrenze, an der Grenze deines eigenen Rahmens oder Raumes, da geschieht Kontakt. Und wenn wir also in einen State reinkommen, wo wir quasi grenzenlos sind, ja, das heißt, wir haben jetzt hier B und wir haben hier wieder A. So, und A und B haben jetzt quasi ihre Grenzen aufgegeben. Ja, da ist hier also eine enorme Durchlässigkeit, beziehungsweise sind die gar nicht mehr vorhanden, die Grenzen, so dass das wie so eine liegende Acht ist. Das kann ja auch mal ein ganz schöner Zustand sein, wenn man ganz innig mit jemandem verbunden ist, wie beispielsweise bei einer Umarmung oder bei Sexualität oder wenn man in einem geistigen Austausch ist und da voll so auf einer Welle schwimmt, dann ist das mit Sicherheit auch sehr angenehm und sehr erstrebenswert und schön. Allerdings ist es ein Problem, wenn das permanent passiert. Und das ist gerade bei Menschen, die Trauma erlebt haben, die suchen also diese Verschmelzungserlebnisse oder Ereignisse, suchen sie gerade und ziehen sie gerade so in ihr Feld rein, ja, wie kaum irgendwas anderes. Die können eigentlich diese Distanz, diesen Kontakt an der eigenen Grenze überhaupt nicht aushalten. Sie kennen ihn häufig auch gar nicht, weil man ihre Grenzen gar nicht gewürdigt hat und gewertschätzt hat, sondern man ist da ja einfach immer drüber getrampelt. Und für so jemanden ist es total wichtig, erstmal zu realisieren, A, ich habe überhaupt Grenzen, B, ich darf die Grenze wahrnehmen, C, ich darf auch Stopp sagen oder Nein sagen an so einer Grenze. Und ich muss mich nicht komplett in einem anderen sofort völlig auflösen. Und Menschen, die gerade Bindungstrauma erlebt haben, machen das meistens oder häufig so, dass sie dann, wenn sie neue Kontakte knüpfen, direkt total überbordend sind. Da ist auch diese Sehnsucht nach Oxytocin-Schüben, da hatte ich ja schon ein anderes Video zu gemacht. Und dann ist man also direkt super konfluent und man verliert sich selber auch. Und das ist dann eben im Laufe des Kontakts, des weiteren Kontakts, einfach ein Problem.
Beziehungsweise führt es dann häufig zu Beziehungsabbrüchen, weil dem anderen das dann vielleicht zu viel wird, weil der sich irgendwann selber abgrenzt und dann fällt natürlich derjenige, der das gerade nicht so gut kann, voll in ein Loch. So, und ja, das wäre dann das Thema transzendentale Obdachlosigkeit. Da mache ich jetzt noch ein Video zu, das kommt auch die Tage. Genau, und für den wirklichen Kontakt müssen wir ein Gewahrsein haben unserer eigenen Grenze und wir können dem anderen an der Grenze begegnen. Und das ist total wichtig, das machen die Zellen in unserem Körper ja auch so. Die lassen ja auch nicht alles und jeden da einfach durchmarschieren, weil dann wäre der Organismus muss nämlich ruckzuck fertig. Das ist auch interessant, wie diese transpersonalen Ideen oder Erfahrungen von Leuten, die auf der vertikalen Achse gemacht werden, dann häufig eben auf die horizontale, nämlich diese weltliche Achse, übertragen werden. 1:1, das kann man nicht machen. Ja, also wenn man jetzt von jeder Zelle verlangen wollte, sie muss alles durchlassen und ja, die Blut-Hirn-Schranke existiert quasi nicht mehr, dann hast du natürlich allerhand Zeug im Gehirn oder sonst wo, wo du das nicht haben willst oder im Zellkern. Ja, und es gibt ja Sachen, die, wie die MSO zum Beispiel, das transportiert dann bestimmte Substanzen auch rein in die Zellen. Deswegen muss man dann unheimlich aufpassen, wenn man das nimmt, was man da quasi noch gerade vorher genommen hat oder dazu nimmt. Und ich könnte jetzt sagen, das wäre bei größeren Systemen als bei einem menschlichen Organismus auch so. Ja, also wenn du eine Familie hast oder einen Freundeskreis, da wird ja auch geguckt. So, und letztendlich kann man das eigentlich hochschanken von der Ebene her, auch bis zu einem Staat. Also wenn der nicht kollabieren will, muss ein Staat das irgendwie auch regulieren. Also dabei kommt es ja häufig auch zu Enttäuschungen. Und in Paarberatungen ist dann die Verliebtheit häufig dann irgendwie weg oder dann kommt diese Aussage, du hast mich enttäuscht. Also wenn diese Enttäuschung da ist, sage ich häufig, ah gut, super, das ist das Ende der Täuschung. Diese konfluente Verschmelzung ist jetzt gerade dahin. Dann können sie jetzt einmal anfangen, sich selber und den anderen gegenseitig kennenzulernen, auch im Kontakt miteinander als Individuen und dann mal schauen, wie sie dann in diesem Kontakt auch trotzdem wieder solche Momente sich ja, herholen können, wo Konfluenz da sein darf, gezielt, aber nicht als permanenter Zustand. Und damit einfach mal experimentieren und sie können wirklich anfangen, sich ganz neu kennenzulernen. Vielleicht zum ersten Mal kennenzulernen oder zu sehen, wie sie sind oder wie der andere ist. Ja, und das ist eigentlich auch eine schöne Sache und eine schöne Erfahrung. Und ja, dabei wünsche ich dir viel Freude und vor allen Dingen auch Erkenntnis, vielleicht auch im Alltag mal zu gucken, wie du den Tag über immer wieder versuchst, in dieses Konfluente reinzurutschen und dann das nochmal zurücknimmst und im Grunde schaust, dass du mal etwas mehr bei dir bleibst. Ja, also wenn wir nochmal an den Mixer denken und du sagst, ich bin wie so eine rote Beete oder sowas, ja, dass du mal ein bisschen mehr rote Beete bleibst und vielleicht zwischendurch mal mit dem Apfel mal Kontakt machen darfst, aber nicht komplett zu einer Brühe verschmelzen darfst, also verschmilzt in dem Moment, ja. Wie gesagt, das ist nichts grundsätzlich nichts Schlechtes und es kann euch wirklich ziemlich lecker schmecken. Also in diesem Sinne wünsche ich einen schönen Tag und Prost! Super. Also Verschmelzung ist auch was Feines. In diesem Sinne, Jörg Fuhrmann, tschüss.